Okay, machen wir es. Das ist das auch gut für. Und dann, wenn der Hündi ganz, ganz tot ist. Oh, ich meine, ja, du Liebe. Ja, das ist ein Sandy, hoi. Der hat eine grosse Freundin, Nese. Bist du im Zürcher? Ja. 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 Im Zürcher. Chari, Charapi, Charapi. Und jetzt habe ich die Einzige, die sagt, wo wir jetzt auch schon kennen, der einen jungen Hund, jetzt ist er gekommen. Und die
Das spielt keine Rolle. Also ihr dürft da jederzeit reinkommen, gell? Die Hunde sind ja noch nicht jährig. Ihr dürft da wie so Abmüll rauskommen. Die anderen sind da. Die, die wollen. Also vor 10 Jahren muss man noch nicht. Am nächsten Jahr muss man so und so viele Stunden absolvieren. Ab nächstes Jahr ist obligatorisch so und so viele Stunden, alles auswendig, weiss ich nicht. Nein, muss man nicht. Was allenfalls gibt, wir haben von der SKG aus gibt es so kleine grüne Büchlein. Die könnt ihr draussen beziehen und dann könnt ihr alle Kurse eintragen, die ihr gemacht habt. Dass wenn irgendwann mal etwas wäre, könnt ihr belegen, da habe ich Kurse gemacht. Die, die jemals Prüfungen machen wollen, sei es jetzt eine Spaßsportprüfung, das ist eine ganz lässige Sache. Was für eine Prüfung? Ein Spaßsport. Da kann man auf Sachen hintrainieren, die wirklich lässig sind, wo man auch viele Sachen im Mobil macht. Es gibt Rally Obedience Prüfungen, es gibt allenfalls dann mal noch, wie heisst, Ball-Eingol zu tun. Reitball, wo nicht die Dinge kommen, und dann habt ihr das alles in einem Büchlein rein. Und alle Kurse, die ihr machen könnt ihr auch in diesem Büchlein eintragen lassen. Also wenn irgendwann mal etwas ist, könnt ihr das belegen, dann habe ich gemacht, da steht es. Die hast du im Mobil am Moment? Ja, oder im Auto oder so. Im Moment gibt es neue, ich habe nicht mehr so viel, aber sonst habe ich es im Mobil dabei. Ja, wenn irgendwelche Probleme sind, in den nächsten 20 Jahren mit dem Hund. Hoffen wir, dass das so lange geht. Einfach, dass ihr wisst, dass ihr anrufen dürft. Wenn irgendetwas ist,